Um dieses Produkt zu berechnen, könnte man die doppelte Distributivität anwenden, aber mit dieser binomischen Formel geht schneller. Wir haben eine Zahl plus eine zweite Zahl mal dieselbe erste Zahl minus dieselbe zweite Zahl. Und genau das haben wir hier. Wir haben diese erste Zahl plus diese zweite Zahl mal dieselbe erste Zahl minus dieselbe zweite Zahl. Durch diese Formel wissen wir also, das ergibt das Quadrat von der ersten Zahl minus das Quadrat von der zweiten Zahl. Um dieses Quadrat zu berechnen, brauchen wir diese Formel, die besagt, dass 7 mal x hoch 3 im Quadrat genau dasselbe ist wie 7 im Quadrat mal x hoch 3 im Quadrat, also so. Und hier, um y hoch 2 im Quadrat zu berechnen, haben wir sofort diese Formel eingesetzt, die besagt, dass die Exponenten in diesem Fall miteinander multipliziert werden. Und 2 mal 2, das macht 4. Für x hoch 3 im Quadrat wenden wir auch diese Formel an, dann ergibt das also x hoch 6. Und 7 im Quadrat ist 49. Somit haben wir 49 x hoch 6 minus y hoch 4. Und die Übung ist schon beendet.